Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist euer Don Firenze und wir sind zurück bei unserem Meister Sven von den Krähen Odins. 30 Jahre alt, mit einer schönen Frau verheiratet, Ulfhildir, die Junge. Ja, wir haben auch schon drei Töchter, aber alle sind sie da irgendwie, naja, stehen uns da wahrscheinlich in nichts nach, aber so ist das nun mal. Ja, wir werden uns hier verdingen. Wir können da richtig viel Geld bezahlen, indem wir bei Graf Predislav, dem Knüppelträger, der braucht Knüppelträger. Er ist der Ratsmarschall und er heuert uns quasi an. Ja, uns das eben entsprechend zu korrigieren. Korruptionsbekämpfung, ja, das machen wir. Das ist auch direkt bei unserem Hauptsitz. Graf Predislav von Gemer, der Großmähren als Ratsmarschall dient, besucht für einen Tag mein Feldlager. Kaum sind wir allein, murmelt er. Es ist mir peinlich, das zuzugeben, doch ich brauche eure Hilfe im Umgang mit ungehorsamen Bauern in Nysa. Graf Predislav von Gemer schnaubt und blickt finster drein. Sie verweigern dem König die Autorität, die ihm zusteht. Ich habe sie nicht im Griff. Sie schlagen und demütigen jeden, den ich schicke. Und fordern mich heraus, mit aller Macht einzugreifen. Ihr Verhalten ist ein dunkler Makel, der das ganze Reich befleckt. Ja, ich kümmere mich um sie. Okay, da oben ist es also. Wir nehmen die Pfadfinderausrüstung mit, das sehe ich jetzt schon. Und dann geht's auch schon los. Reise, die Weiden anderer Leute. Heute ist ein herrlicher Tag. Das Wetter ist gut, die Weiden von Gemer blühen, das Vieh springt auf und ab und die Kälber laufen mit glänzenden und sauberen Fell neben ihren Müttern her. Alles in allem wird der Ort von sehr fähigen Hand geführt. Ob schon mir ein paar kleine Dinge auffallen, die ich etwas anders angehen würde. Die örtliche Matriarchin kommt auf mich zu. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr. Sind diese Weiden nicht ein bezaubernder Anblick? Ja, warum nicht? Wir helfen hier gerne aus. Die Verständnisvolle, okay. Die ist halt schon extrem gebildet, ne? 24 Jahre alt. Die könnten wir doch zu unserer Konkubine machen. Ja, das tun wir. Die Eremitin. Eine Grotte erhebt sich aus der Vegetation wie ein steinerner Bogen in einer Kathedrale. Am Eingang stehen ein kleiner Holztisch und ein Stand, auf dem jemand eine Laterne hat brennen lassen. Na komm, wir sind natürlich auf die Prophezeiung gespannt. Das Feuer wird sprechen und Silber von den Hufen des brüllenden Viehs fließen. Ja, das war aufschlussreich. Beim Durchqueren von Grätz werden wir plötzlich von einer Gruppe berittener Banditen angegriffen. Ihr solltet euch uns anschließen. Es wäre mir eine Ehre. Warum nicht? Als wir in Nysa ankommen, rufe ich rasch die schlimmsten Unruhestifter zusammen und fordere sie auf, sich zu erklären. Zürnich, ein Bauer von einigem Ansehen, spricht für die anderen. Es ist unsere Pflicht, regiert zu werden. Doch König Svatolpuk tut es ungerecht. Nein, wir haben, als die lautstarke Tortur jeden Bauern und für meinen Willen zu beugen vorbei ist, machen wir uns wieder auf den Weg. Graf spricht über unser nächstes Ziel. Wir werden wohl über nach Bethen gehen. Die Mobs dort sind sehr beunruhigend. Sputen wir uns.
Brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht. Sparen wir uns. Gleiche Geschichte wieder. Ja, auch hier versuchen wir das rechtmäßig zu machen. Kulturinteresse. Nein. Die Ehre ist ganz eurerseits. Wir reisen zurück. In der Hoffnung, ja, wir haben gut Geld gemacht. Wir könnten das direkt mal nutzen, um hier einmal unsere Kriegsvölker aufzufüllen. Und vielleicht können wir auch unser Lager weiter ausbauen. Badezelt, lodendes Feuer, Versorgungskapazität Tross. Speisezelt. Ah ja, ich bin fast geneigt zu sagen, wir machen wirklich das Versorgungszelt für 60. Okay, wir können immer nur eins gleichzeitig bauen. Dann könnten wir das hier doch jetzt nutzen. Leichtes Fußvolk. Auf die höchste Stufe zu bringen, das wäre doch ganz fantastisch. Zum 20. April. Okay. Was haben wir hier noch für Aufträge? Die bringen uns vor allem Prestige hier. Hier ist noch mal ein bisschen Kohle drin. Okay. Ja, mit den Pfadfindern zu reisen ist einfach Hashtag Beste. Schützt die Unschuldigen. Wir werden mal gucken. Das sollte uns doch ordentlich Geschwindigkeit geben. Ja, das geht super schnell jetzt. Erziehung. Eines Tages wird sie... Zufrieden. Ja, gut. Okay. Haben die eigentlich alle? Man kann nur zwei Mündel haben, ne?
Wir brauchen die Verbesserung tragbarer Schrein für den Tross. Ah, seht mal. Das ist auch cool. So, dann werden wir mal versuchen, das durchzusetzen. Ey, das gibt's nicht. Wie oft hab ich denn einen Fehlschlag? Das ist nicht normal. Knüppelträger. Ja, da werden wir aber das ganze Lager nach da unten verlegen. Jetzt in den warmen Süden ziehen. Reise, gestärktes Wissen. Ingolfr. Na komm. Wir wollten es zwar nicht, aber es ist passiert, ne? Schon wieder Brennnesselsuppe. Ja, immerhin ein bisschen Bodensatz auffüllen. Und wir werden jetzt mal hier hinreisen. Nehmen Mann und Maus mit. Hier, Häuptling Zvoromir möchte hier sich auch ein paar. Er ist der Erzjägermeister von Oberhäuptling Kotschel. Okay, sowas wie ein Herzog. Er hat schon ein paar Grafschaften unter sich, so ist es nicht. Ja, warum nicht? Ich kümmere mich um sie. Was können wir ihn denn bitten? Erlaubt es euch, okay. Herrscher mit Landsitz stimmen nur sehr ungern heiraten zu. Ein großherziger Rohling. Worüber können wir ihn bitten? Um Gold. Wie viel würden wir denn bekommen? 200. Nee, da warten wir erstmal ab. Sputen wir uns. Wo ist das? Hier oben. Ja, wir werden ohne unser Lager gehen. Reise beginnen. Okay, bringt euer Volk, ja, wie immer. Wir können einen neuen Lebenswandel freischalten. Kriegsvolk, Anwerbungskosten. Oh ja. Das ist wichtig. 25% weniger beim Auffüllen unseres Kriegsvolkes. Aber irgendwie scheinen wir hier jetzt fertig zu sein. Wir gucken mal, ob wir vielleicht jemanden anwerben können.
Warum nicht gleich den ganzen Stand? Jawohl. Mal sehen, wer sich anheuern ließe. Isbul Karoda. Nein. Sie ist besessen. Und er ist schon steinalt. Nein, wenn ich es mir recht überdenke. Aber die Geschichte. Ja, naja, gut. Nein. Werden wir nicht machen. Also zurück ins Lager. Der König, das Königreich von Pannonien. Wir hörten davon. Vielleicht sollten wir da mal unser Lager aufschlagen. Eigentlich ist es hier. Und wo ist dieser Königssitz? Hier unten, seht mal. Aber es könnte natürlich auch gut sein, dass wir schlicht den Aufträgen auch so ein Stück hinterherreisen. Ich denke, wir haben gehört, dass es hier in einen Auftraggeber namens Graf Ibnia gibt. Das ist aber nicht sehr lukrativ. Lass uns mal hier rein sagen. Wir haben das Versorgungszelt, das ist hervorragend. $350 brauchen wir dafür. Ja, das ist so unser nächstes großes Ziel. Schnell vom Begriff. Kluges Mädchen, ja. Die Frage ist, wie sind wir drauf? Wir sind ehrgeizig, tapfer und gesellig. Und wir haben gehört, dass Pannonien wohl ein recht großes Reich ist. Aber wir wissen nicht genau, wo das liegt. Lasst uns mal durch das Land von Pannonien reisen. Weil wir wissen natürlich auch, dass wir hier im Reich der Christen angekommen sind und vielleicht sehen wir uns wieder so ein bisschen mehr zu diesen, naja, heidnischen Stämmen. Ich weiß es nicht. Wir verlegen das Lager mal. Aber welchen Grund sollten wir haben, zu verlegen? Nein, das würden wir nicht machen. Wir sind schon weiterhin auf Aufträge aus. Und wir reisen da einfach hin. Okay, das sollte jetzt relativ zügig durchlaufen. Und auch das Versorgungszelt abgeschlossen. Also ich denke, wir sollten tatsächlich relativ zügig hier Geld investieren in... Gibt es da eigentlich noch einen? Ne, jetzt okay.
Vielleicht müssten wir das nochmal umbauen. Würden die Hälfte wiederbekommen. Verbrechen aus Leidenschaft. Als ich um eine kleine Gruppe Zelte herumgehe. Das ist ja unsere Frau. Ehe ich mich wundern kann, murmelt irgendwie etwas Unverständliches, was Jirik sofort. Natürlich nimmt Jirik an dem Pranger. Der kann doch nicht meine Frau angreifen. An dem Pranger mit ihm. Und da kenne ich auch keine Gnade. Da kenne ich keine Gnade. Er hat sich gegen uns verschworen. Wir verlieren damit zwar einen unserer Besten, aber ich kann das nicht tolerieren. Bei mir herrscht Zucht und Ordnung. Jawohl, Komplott erfolgreich. Ist geschehen. Wir müssen ja nicht getrennte Wegen gehen. Ja, warum eigentlich nicht? Und wir könnten auch sie, die Schöne, zu einer weiteren Konkubine machen. Wir müssen jetzt nur mal gucken. Wir haben jetzt dadurch einen Moment unter vier Augen. Es fühlt sich so richtig an. Anfangs bemerke ich es nicht mal, doch als wir vor dem Kamin sitzen, hält meine Konkubine meine Hand deutlich enger umklammert, als es. Okay. So, Moment. Ja, das wird unsere Frau übernehmen. Also seht mal, da drüben ist ein sehr lukrativer Auftrag. Ja. Wow. Der kämpft gegen das Königreich Bulgarien? Eieiei. Vielleicht müssen wir erstmal hier. Zieht blank mit den Rechtschaffenden. Ja, die Frage ist nur, was hat der vor? Ein aussichtsloser Kampf. Was? Nein, das ist ja aberwitzig. Das können wir gar nicht. Aber wir könnten mal hierhin reisen. Was ist denn da so gefährlich, sag mal? Gemeindekontrolle.
Können ja erstmal nach hier verlegen. Das ist gut so, was? 21 Tage verzögert. Nee, das soll ich mal lieber. Ich bin am Überlegen, ob ich wirklich. Ihr haltet Zeichen. Okay, welches Wunder dieses Buch bewirkt. Seltenes Buch. Da ist jetzt das schon nicht mehr da. Wisst ihr was? Wir schließen uns denen an. Moldawien. Wir verlegen näher nach hier drüben. Und verlegen das Lager. Lagerliebe, okay. Warum eigentlich nicht? Er ist aber eigentlich zeugungsunfähig, okay, und hat aber einen Sohn. Wir verlieren aber Vorräte, ne? Sicher nur eine, okay. Okay. Banditen. Die Bekannten beginnen ihren Angriff, während wir noch marschieren und unsere Verteidiger und Verwundbaren. Bla bla bla. Plagt sie in die Flucht. Schmeckt den Stahl. Schlagen wir sie in die Flucht oder schmecken wir den Stahl? Ja, ich denke mal, wir kämpfen hier. Meine Axt ist ein besserer Beschützer als jedes Schild. Ist geschehen. Okay. Es sind bessere Menschen gestorben. Wir haben gesiegt. Nachdem die Banditen nun führlos sind, werden sie von Panik ergriffen. Nun schreien nicht mehr die verängstigten Menschen im Tross, sondern die gnadenlosen Mörder, deren Plan vor ihren Augen grandios gestaltet ist. Niemand bestiehlt mich. Das macht uns sicherlich sehr berühmt. Wir sind angekommen und wir können auch direkt hier hinverlegen.
Wir nehmen den an. Klingt nach einer gerechten Sache. Was? Ich eile ihm zu Hilfe. Hier alle ausheben. So, wir gucken mal, ob wir die hier nicht abfangen können. Wo sind unsere Verbündeten? Aber na, wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass das hier schon ein Riesenreich ist, was wir hier angreifen. Ne? Da brauchen wir gar nicht erst hin. Ja, wir werden jetzt erstmal ihn hier erledigen. Wer ist da drin? Ist er das selbst? Na, die werden wir easy aus dem Weg räumen. Weil wir die besseren Truppen haben. Ganz klar. Das Lagerfeuer knistert und so weiter. Was haben wir denn hier? Wissen wir nicht so genau, ne? Bulgarien. Da zieht etwas her. Dem gehen wir jetzt mal entgegen. Ein sinnlicher Vorschlag. Wohin ich auch gehe, meine Konkubine Vinclava folgt mir. Ich werde sie dicht. Naja, klar. In die Bresche. Als die Schatten länger werden, treffe ich Drislava in der Dunkelheit unter der Burgmauer, wo sie verführerisch lächelnd flüstert. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gehe auf sie zu. Noch einmal. Verführt er euch unter den Wohnsitzmauern. Okay. Wir werden jetzt erstmal das hier oben einnehmen. Annulliert. Es ist vorbei. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Immerhin. Wir haben scheinbar etwas Geld bekommen, wenn auch nicht so sonderlich viel. Das heißt, wir können die Truppen erstmal auflösen und können direkt den nächsten Auftrag annehmen. What? Heureka. Na, aber den Vertrag nehmen wir sowas von an. Na klar. Okay, lass die Reise beginnen, würde ich sagen.
Wenn wir das meistern, dann sind wir ja grundsaniert. Gefahr. Es hat in den letzten Tagen geschneit und die Kälte ist unerträglich. Bitte, meine Affäre, ich befehle ihr, den Stiefel auszuziehen. Sehr gut. Wir haben ihr natürlich geholfen, aus den Stiefeln herauszukommen. Ja, ich denke, diesen Auftrag werden wir noch gemeinsam erfüllen und dann wird diese Folge auch schon enden. Gefahr, liegen geblieben. Wir werden zu spät kommen. Ja, fünf Tage sind absolut okay. Sputen wir uns. Wenn ich wüsste, dass es hilft. Na kommt. Wir kriegen das so hin. Izaslav, das Raubtierkind Wolf. Während wir durch das wilde Land von Tursera reisen, habe ich das deutliche Gefühl, beobachtet zu werden. Jagt ihn zu sein? Nein. Wir werden ihn ausbilden. Sputen wir uns. Okay, nächstes Dorf, das wir besuchen. Gemeinsames sollen sie doch. Doch sehr gut, wenn die sich da ein bisschen näher kommen. Hallo? Ist der Auftrag schon wieder verfallen oder was? Oder habe ich den jetzt weggeklickt? Hä? Wartet mal. Auftrag aufgeben? Nee, wir haben den noch. Wir sind doch noch da. Das ist ja sehr komisch. Ja, der hat schlicht keine Kohle, kann das sein? Ja, Leute, da lasst uns mal beim nächsten Mal mit beschäftigen, bevor wir jetzt hier lang herumstochern. Irgendwie ist das seltsam. Ich habe so das Gefühl, dass da noch so ein paar Bugs drin sind. Weil ich wüsste jetzt nicht, warum wir das nicht bekommen sollten. Wenn ich den annehme. Dieser Vertrag erfordert, dass ihr in eine Gemeinde des Auftraggebers mit niedriger
Okay. Wartet mal, wir haben doch bestimmt Gemeindekontrolle. Wir können dann da mal hinreisen, aber Anhänger holt sich Hund. Sehr gut. Gemahlin wird nochmal schwanger. Sehr schön. Okay, wir lassen das jetzt noch einmal durchlaufen. Was können wir hier machen? Plündern. Vielleicht holen wir uns das mal. Die Mühen des Kochs. Wir werden schon eine Lösung finden. Mein Sohn, ach wie schön. Torgeil. Finde ich gut. Das machen wir direkt. Wir kümmern uns um ihn. Naja, wir halten schon eher zu unseren nordischen. Er ist ein Sohn für mich. Blut hin oder her. Ja, ich glaube, wir sind da so drauf. Ein Mädchen und sein Hund. Sehr schön. Wir werden das jetzt probieren. Wir haben einen Erfolg. Sehr gut. Feindesmordung gegen Putiana wird aufgegeben. Nein, abbrechen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Okay. Wir gehen jetzt mal zurück. Und das Einzige, was mir jetzt bleibt, ist ja... Müssen wir jetzt das Lager verlegen? Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann. Lager verlegen, vielleicht hierhin. Alles andere macht wenig Sinn. Ja, ich befürchte halt. Hier steht, dieser Vertrag erfordert, dass sie in eine Grafschaft des Auftragsgebers der Gemeindekontrolle reist. Ja, das haben wir doch gemacht. Wisst ihr was? Wir speichern hier an dieser Stelle. Vielleicht, wenn ich dann neu reinlade beim nächsten Mal, vielleicht ergibt sich das dann. Keine Ahnung, was da ist. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Don Firenze.